Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind natürlich auf der Spiel 2018 und hier hinter mir gibt es 80.000 Quadratmeter, die darauf warten, erkundet zu werden, und wir haben unfassbare 1.400 Neuheiten und das schauen wir uns jetzt mal an. Die 36. Ausgabe der Spiel lockte mit ihrem Angebot wieder eine Vielzahl an Spielebegeisterten an. Ja, wir haben einen Besucherrekord geknackt. Man hat es am Donnerstag ja schon geahnt. Der Einlass war da etwas schwierig, ist dann ein bisschen verbessert worden. Also sind 190.000 geworden. Wir haben dazwischen schon mal gedacht, es könnten auch 200.000 werden. Aber dann war es faktisch so, dass letztes Jahr der Sonntag sehr, sehr stark war. Und der war es dieses Jahr zwar super gut besucht, aber halt nicht so Rekordjahr wie letztes Jahr. Und damit waren es dann doch leider keine 200.000, aber 190.000 sind eine ordentliche Zahl. Also wir sind ganz froh. Kosmos setzte neben dem Fortführen bestehender Marken wie Catan, Aufstieg der Inka, auch auf komplett Neues. Bei Tribes führen die Spieler ihren Stamm durch die Urzeit. Dabei wird entwickelt und gewirtschaftet. Dies alles soll innerhalb von familientauglicher 45 Minuten Spielzeit bleiben. Deutsche Dungeon Crawler sind dieses Jahr neben Gloomhaven nicht wirklich ins Auge gefallen. Village Attacks von ADC Blackfire wird als umgedrehter Dungeon Crawler bezeichnet. Als Bösewicht müssen wir kooperativ unseren Dungeon gegen den aufgebrachten Mob der umliegenden Dörfer verteidigen. Der Riese Asmodee erschlug die Spieler regelrecht mit einer Vielzahl an Neuheiten auf ca. 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Wir haben zwei Kolleginnen in-house, die offiziell für die Group arbeiten und nur diese Messe und die Nürnberger Spielwarenmesse vorbereiten, nichts anderes machen. Und die beiden Damen, also ein herzliches Dank an dieser Stelle an Steffi und Barbara, weil die machen das großartig. Die müssen mit 15 internen Studios, glaube ich, sind es im Moment, nagel mich nicht fest auf die Zahl, ja, aber es sind einige, und genauso vielen Distributionseinheiten plus Group drüber reden und müssen das alles auf einen Nenner bringen, und dann kommt das raus, was man dieses Jahr hier sieht, was großartig geworden ist. Ich liebe diese Stände, aber es sind auch knappe 3000 Quadratmeter, die beiden zu stemmen haben. Mit Discover vom Entwicklerstudio Fantasy Flight Games wurde ein ganz neuer Weg eingeschlagen. Unique Games. Dabei ist zwar bei jedem Exemplar das Spielkonzept gleich, aber trotzdem jede Packung einzigartig. Produziert wird es wirklich bei Ludo. Und es ist ein Algorithmus dahinterlegt, der aus einem Pool von produzierten Sets Kombinationen erzeugt. Das heißt, wir haben zwei Sechser-Sets von Charakteren, die zufällig kombiniert werden. Wir haben halt von vier Landschaften immer zwei drin. Wir haben dann aus einem Pool von Szenarien, welche, die da reinkommen, kombiniert werden. Passend zu den Szenarien dann Quest-Items, zufällige Gegenstände, die wir herstellen können. Das heißt, all das wird konfektioniert nach diesem bestimmten Algorithmus und dadurch einzigartig in die Boxen getan. So, dass dann jeder Spieler, der das Spiel kauft, denselben Mechanismus hat. Also das Spiel, es hat keine anderen Regeln. Aber die Geschichte ist anders, das Material ist halt individualisiert auf das, was erzählt wird, und jeder hat so sein eigenes Erlebnis. Mit The River liefert Days of Wonder wieder ein Aufbauspiel für die ganze Familie. Es gilt, den namensgebenden Fluss zu erschließen, bevor einem die Mitspieler die besten Plätze vor der Nase wegschnappen. Ganz andere Anforderungen stellt Tokyo Highway. Geschickt müssen Straßenteile und Autos platziert werden. Im selben Genre bewegt sich auch Man at Work von Pretzel Games. Hier werden allerdings bunte Stahlträger und Bauarbeiter gestapelt. Letztere müssen sogar immer wieder Balken oder Backsteine tragen. Auch bei Pegasus Spiele fand sich ein Geschicklichkeitsspiel. Mit Meeple Circus lokalisiert der Verlag das Zirkustreiben mit Meeple, Schwebebalken, Showtieren und jede Menge weiteren Requisiten. Das geflügelte Pferd hatte aber auch ein paar Eigenentwicklungen dabei. Zum Beispiel das einst als Film-Up angekündigte Showtime, bei dem die Spieler Kinoränge füllen müssen. Im Kennerbereich befindet sich Crown of Imara. Das Spiel vom Bautor Benjamin Schwer besticht mit zwei unabhängigen Aktionsrondellen. Bei Plan B Games standen vor allem die Marken im Mittelpunkt. Eggert Spiele präsentierte den neuen Alexander Pfister, Blackout Hongkong. Der Name ist Programm. Die Spieler müssen bei einem Stromausfall in Hongkong mit Hilfe ihrer Spezialisten Herr der Lage werden.
Azul war 2017, 2018 der Abräumer von Preisen. Mit Azul, die Buntglasfenster von Syntra, gab es bereits das eigenständige Nachfolgespiel unter der Marke Next Move. Der Unterschied besteht darin, wenn ich die Teile genommen habe, wie die praktisch dann, nennen das jetzt mal, verarbeitet werden. Und man hat in dem neuen Azul jeder Spieler so eine kleine persönliche Auslage, wo er so, ich sag mal, Fenster kombinieren kann. Da sind dann die Muster vorgegeben und die Steine, die ich mir wie bei Azul 1 nehme, die positioniere ich da drauf. Und an der Seite läuft so eine kleine Spielfigur lang, wir nennen das den Glaser. Und da muss ich dann immer gucken, da wo er steht, darf ich einspielen. Ich darf aber auch den Glaser weiter nach rechts bewegen und nur an diesen Positionen. Alternativ kann ich aber noch sagen, ich ziehe den Glaser komplett zurück. Das ist dann aber ein ganzer Spielzug. Auch aus der Feder von Michael Kiesling stammt Outback, welches bei Hoch erschienen ist. Das eigene Outback muss punktebringend mit Tierplättchen vom Jeep gefüllt werden. Diese erhält man durch den Einsatz von Würfeln. Ein weiteres Highlight bei Hoch war Forum Trojanum von Stefan Feld, welches ein Kennerspiel darstellt. Feldtypisch wird hier wieder etwas gebaut, in diesem Fall das Forum Trojanum. Es gilt also, die eigene Kolonie am besten zu entwickeln, um den Bau am meisten anzukurbeln. Eine sehr ähnliche Richtung schlug der Titel City of Rome beim Dietzenbacher Verlag Abacus Spiele ein. City of Rome, das ist für uns so ein bisschen was Besonderes, weil es mal in Richtung Kennerspiel vom Anspruch her geht, also nicht Experte, aber es ist einfach in 60 Minuten ordentlich viel Spieltiefe reingepackt. Es ist ein Städtebauspiel im alten Rom. Der belgische Verlag Game Brewer erfüllt mit Gugong die großen Erwartungen, die im Vorfeld geschürt wurden. Das anspruchsvolle Spiel forderte Spieler dazu auf, mit Korruption und Bestechung die Gunst des Kaisers zu erlangen. Kleine, pfiffige Kartenspiele, das ist das Markenzeichen von Amigo. 3x8 und Karate-Tomate sind dabei nur zwei exemplarische Vertreter. Lighthouse Run hingegen ist mal wieder ein Amigo-Spiel in großer Schachtel, bei dem es um ein Wettrennen mit Segelschiffen, die von einem Sturm verfolgt werden, geht. Daneben hat Amigo auch Neuigkeiten zur Crowdfunding-Kampagne zu Carnival of Monsters. Ja, also wir haben sie ja tatsächlich dann auch früher beendet, als sie eigentlich ursprünglich hätte laufen sollen, weil wir dachten, dass diese Kombination aus Richard Garfield, der ja Magic the Gathering erfunden hat, und den Zeichnern so der ersten Stunde genau das ist, was alle brauchen und haben wollen. Wir haben einfach jetzt dann im Laufe der Kampagne gemerkt, dass das gar nicht unbedingt so der Fall ist und dass man so viel Aufwand gar nicht benötigt, um das Spiel, weil es einfach auch an sich gut ist, rauszubringen. Deswegen haben wir uns jetzt eben entschieden, es selbst herauszubringen als reguläres Amigo-Spiel. Magic Maze von Sit Down hat eine Kindervariante erhalten. Der Verlag hatte außerdem Bad Bones am Stand, bei welchem das aus Videospielen bekannte Tower-Defense-Prinzip auf dem Brett umgesetzt wurde. In allen Ecken und Enden der Messe konnten wir Menschen beim Grübeln zuschauen, denn sie lösten gerade Detektivspiele. Allen voran natürlich Detective von Portal Games im Vertrieb bei Pegasus Spiele. Mehrere storylastige zusammenhängende Fälle gilt es bei Detective zu lösen. Dabei können die Spieler auch das echte Internet zur Hilfe nehmen. Bei Mythos Tales von Pegasus Spiele geht es fantastischer zu. Im beliebten Cthulhu-Universum von H.P. Lovecraft müssen verschiedene Mysterien aufgedeckt werden. Chronicles of Crime von Korax Games bedient sich einer App, die die Detektive unterstützt. Dabei stehen sie auch unter Zeitdruck, haben aber eine virtuelle Realität zur Verfügung. 13 Indizien von Game Factory ist ein kompetitives Spiel. Jeder sieht zwei Karten, sowie Täter, Tatort und Waffe der Mitspieler. Durch gezielte Fragen gilt es, die eigene Kombination herauszufinden. Rudy Games ist ein junger Verlag, der mit innovativen Ideen wie dem App-unterstützten Lost Galaxy versucht, Fuß zu fassen. Der Verlag Ravensburger lud wieder zu einem kleinen Presseevent abseits der Messe ein. Dabei wurde zum Beispiel das Kennerspiel Carpe Diem vom Autor Stefan Feld gezeigt. Ja, da war dieser Zugmechanismus am Anfang in der Mitte zentral und da wird jetzt auch viel drüber gesprochen, das hätte man doch auch als Kreis anlegen können. Da war es tatsächlich so, dass ich am Anfang einen achtzackigen Stern hatte und von jedem Feld gingen noch drei Wege weg und dieser Auswahlmechanismus, das war so das eine zentrale Element. Das haben wir dann, weil es zu unübersichtlich war, reduziert
und hätten es wohl noch weiter reduzieren können. Und das andere zentrale Element, was für mich eigentlich die Besonderheit des Spiels auch ist, ist dieser Wertungsmechanismus eben mit diesen doppelten Karten. Und den hatte ich schon länger, dass der mal irgendwo wieder halt finden sollte und ist dann in Carpe Diem reingerutscht. Know ist ein Quizspiel, das mit Hilfe von Google Assistant immer auf dem neuesten Stand sein sollte. Daneben kündigte Ravensburger an, im März 2019 Villainers auf Deutsch herauszubringen. In dem Spiel mit Disney-Lizenz werden die beliebtesten Disney-Bösewichte gespielt, wobei jeder sowohl ein eigenständiges Deck als auch individuelle Spielziele hat. Aus Österreich brachte der Traditionsverlag Piatnik das kartenbasierte Spiel Atlantica mit. Die Spieler müssen Schätze mit ihren Tauchern bergen, am besten punktereiche Sets. Aber sie müssen auch darauf achten, am Ende genug Lagerkapazität auf ihren Schiff zu haben. Die Edition Spielwiese war 2018 im Stand von Pegasus Spiele integriert. Mit Symboldist hatte die Wiese den neuen Sophia Wagner Titel im Gepäck. Trotz ungewöhnlicher Grafik soll sich das Spiel an Familien richten. Auch bei Farben ist das Cover sehr auffällig, weiß mit Schriftzug. Das kommunikative Spiel ist zwar einfach designt, verspricht aber Partien, bei denen man viel über seine Mitspieler erfahren kann. Außerdem wird 2019 ein neues Spiel vom Autor Wolfgang Warsch auch bei der Edition Spielwiese erscheinen. Auf was ich mich auch sehr freue, ist wieder ein Partyspiel, aber ganz anders als in der Richtung, was bei Kickstarter rauskommt. Das kommt jetzt bei Edition Spielwiese raus. Ich finde, die machen auch ein super tolles Produkt raus. Ich habe schon die ersten Designansätze gesehen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie es ankommen wird. Es wird ein bisschen einen klassischen Ansatz haben, aber nur oberflächlich. Und die Testresonanzen zu dem Spiel sind auch super positiv. Da bin ich sehr happy damit. Mal schauen, wie das wird. Beim süßen Topping, also bei Frosted Games, erschien dieses Jahr das große Uwe Rosenberg Spiel, Reikold. Mit Worker Placement und Gemüseanbau kommen Rosenberg-Fans voll auf ihre Kosten. Doch bietet Reikold mit pfiffigen Sonderkarten und einem Story-Modus noch viel mehr. Wenn ein Messestand grün ist, dann ist es vermutlich der von 2F-Spiele von Friedemann Friese. Der Autor hat dieses Jahr wieder viele innovative Ideen gehabt. Erstaunlicherweise, das gibt es auch in anderen Kulturformen, dass die Leute sagen, der Inspirationsfunke, die Idee, die Inspirationsquelle, mit der man angefangen hat, ist das Letzte, was man dann wieder rausnimmt. Es bleibt eigentlich gar nichts über von dem Anfang. Und dann ist es aber gut. Also das ist total witzig, dass man sozusagen so einen Zündfunken braucht, der so einen Anfang braucht, aber der Anfang wird nachher wieder gekillt und dann hat das gar nichts mehr damit zu tun, was man eigentlich vorhatte. Das ist etwas irre und es ist schwer, ist auch ein schwerer kreativer Prozess, das zu sehen, dass man das, was eigentlich die Grundidee war, dass man das einfach nicht mehr verfolgt, sondern sagt, naja, das Spiel ist jetzt so gut, das braucht das nicht mehr. Das ist seltsam. Feiner Sand dreht das Deckbauprinzip um. Entsprechend gilt es, sein Kartendeck loszuwerden. Bei Futuropia wird knallhart gewirtschaftet, allerdings mit dem Ziel, dass alles so effektiv funktioniert, dass möglichst viele Menschen nicht mehr arbeiten müssen. Der niederländische Verlag Jumbo hat dieses Jahr auf jeden Fall nicht an der Standgestaltung gespart. Zu sehen gab es unter anderem das Spiel How to Rob a Bank, ein semi-kooperatives Spiel, bei dem ein Spieler die Bank darstellt, während die anderen versuchen, diese auszurauben. Feuerland ist dieses Jahr komplett von Halle 3 nach Halle 4 umgezogen. Am neuen größeren Stand gab es Magma Storm, ein Aufbauspiel mit Weltraumszenario. Zwischen zwei Schlössern ist das zweite Feuerlandspiel aus der blauen Linie. Durch Drafting werden Schlossräume verteilt und an Schlösser angelegt. Jeder arbeitet an zwei verschiedenen Schlössern zusammen mit je einem Mitspieler. Doch Punkte gibt es am Ende nur für das Schwächere der beiden. Die blaue Linie sind die Spiele, die eben nicht ganz so komplex sind, die auch Glückselemente haben, an die man sich auch rantraut, wenn man nicht jeden Abend 2 Stunden spielt, sozusagen. Ja, also damit wollen wir eben unterscheiden zwischen unseren sehr komplexen Strategiespielen, wirklich für die Spiele Kenner und Experten. Und das blaue Label ist eben auch für die Normalspieler, sag ich mal. In einer hellgrün karierten Schachtel gab es Chamäleon bei Hartem Kienzel. Der Titel auf der Schachtel erklärt bereits ein wenig das Spiel. Jede Runde ist ein anderer Spieler das geheime Chamäleon. Er weiß nicht, um welchen Begriff es aktuell geht und muss trotzdem was Passendes sagen, um nicht aufzufliegen. Das deutsche Asmodee-Studio Heidelberg Games zeigte Text und Volt. Allerdings beide Spiele nur auf Englisch. Das ist ja das Absurde. Ich bin ein deutsches Studio. Text ist tatsächlich schon erschienen auf Englisch. Ja, weil wir ja eben in der größeren Gruppe das Spiel auf Englisch zuerst gemacht haben. Das heißt, auf dem Gen Con, also gerade mal so 2 Monate her, ist Text dann erschienen, ist
für mich dort überraschend gut angekommen, weil es eigentlich in meinen Augen so eher schon so eine Geek-Hobby-Messe ist und TAX ja eher, sag ich mal, so ein Familienspiel ist, ja. Aber da sieht man eben auch, wie sehr man sich täuschen kann. Das heißt, das ist, die haben dort alle verkauft. Da ist kein eines übrig geblieben. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe natürlich an mein Spiel geglaubt, aber dass es an dieser Messe so gut raus, also ankommt, hätte ich echt nicht gedacht. Aber was Deutsch angeht, das kriegst du halt später. Und ich sag mal, in der schönen Welt hätte ich jetzt hier, in der allerschönsten Welt, hätte ich jetzt hier Tags auf Deutsch gehabt. Das hat leider nicht geklappt. Der Rätsel- und Quiz-Spezialist Moses bietet mit Let's Quiz Again wieder eine neue Quiz-Variante. Man kennt nur das grobe Thema einer Frage, muss entscheiden, welche man nimmt und ob man diese im Team mit einem Mitspieler lösen will oder alleine oder die Frage sogar einem Mitspieler aufdrückt. Von Rio Grande wurde das Oktoberfest nochmals ausgerufen. An das bayerische Volksfest angelehnt, versuchen die Spieler die Kontrolle über 6 Biermarken zu erlangen. Rio Grande ist in Deutschland im Vertrieb vom Spielkartenspezialisten Ass Altenburger. Also definitiv sind Karten das, wo wir herkommen, was unsere Tradition ist, was unsere Identität seit mittlerweile über 500 Jahren in Altenburg ist. Denn in Altenburg werden seit 1509 Karten hergestellt. Aber mittlerweile ist es halt mehr als nur das. Wir produzieren mittlerweile Komplettspiele, auch für andere Verlage. Wir produzieren Karten, wir produzieren Spiele, wir produzieren Spieleschachteln, wir produzieren die Spielpläne und konfektionieren komplette Spiele mit allen möglichen Komponenten. Und von daher sieht man schon, dass es wichtig ist für eine Identität, weil das ist wirklich das, wofür wir auch immer noch nach wie vor originär wahrgenommen werden. Aber mittlerweile ist es halt viel, viel mehr. Der Verlag Lookout wurde kürzlich von Asmodee Frankreich aufgekauft und stellte nun neben Heidelberg Games das zweite deutsche Asmodee-Studio. Spieltechnisch gab es sowohl etwas für Familien als auch für Kenner. Hexenhaus vom Autor Phil Walker Harding hat wieder Puzzle-Elemente. Hier wird allerdings in die Höhe gebaut. Neom kommt wie eine Mischung aus Seven Wonders und Quadropolis daher. Es werden Städteplättchen gedraftet, die dann auf dem eigenen Tableau punktebringend gelegt werden müssen. Bei DLP, dem Verlag von Rainer Stockhausen, gab es diesmal 2 Spiele von anderen Autoren. Bei Manitoba geht es um materielle, aber auch spirituelle Weiterentwicklung eines Indianerstammes in Kanada. Beide Wege dienen dazu, das wichtige Totem voranzubringen. Valparaíso ist eine chilenische Hafenstadt. Im gleichnamigen Spiel wirtschaftet man als Bürger am Hafen und im Inland. Das Spielende sollte man dabei im Blick haben, da dieses individuell und manchmal schneller als gewünscht eintreten kann. Klast hat mittlerweile eine etablierte Turnierszene. Zum ersten Mal konnte man in Essen ein Klast für 4 Personen antesten. I think spring 2019 we will have the round one, which is it's gonna be very fun, I think. Actually, I got the idea 2 years ago, I think, and the Finnish guys, the Finnish company that sells the game, the rights for the game, they also came up with some ideas for the round one that made it like even better. I think it's going to be great, and it's going to be like a bit more like a family game because you can play 2 people if you play with both hands, or you can be 4 people, and it's going to be fun. Eine Handvoll Ringe. Bei Tudor von Korax Games gibt es jede Menge Ringe, die wirklich an Finger gesteckt werden können. Diese Ringe und andere Effekte müssen geschickt genutzt werden, um am Königshof möglichst mächtige Ämter einzunehmen. Der deutsche Vertriebspartner von Yellow ist hoch. Bei den Franzosen fiel vor allem das modulare 8-Bit-Box ins Auge. Jeder Spieler hat eine Art Controller, mit dem er seinen Spielzug vorausplant. Zur Auswahl stehen verschiedene Spiele, die an bekannte Videogame-Klassiker angelehnt sind. Außerdem ist der französische Verlag nun mit der Marke Loki in den Kinderspielbereich intensiver eingestiegen. Das ist Loki. Loki ist ein kleiner, neugieriger Hund, der eben die Welt erkundet und der dementsprechend auch Kinder gerne mit an die Hand nimmt, um mit ihnen gemeinsam Abenteuer zu erleben. Dafür steht der kleine Plüschhund hier.
Loki ist eine ganz schöne Marke. Wir kennen ja alle Yellow auch mit hochwertigen Spielen, mit einer sehr schönen Gestaltung. Und Yellow hat ja bereits auch schon Kinderspiele veröffentlicht. Wir hatten ja letztes Jahr die große Freude, auch fürs Kinderspiel des Jahres nominiert zu sein mit einem mysteriösen Wald. Und das sind halt alles Dinge, die Yellow weiter darin bestärkt haben, sich einfach auch im Kinderspielsegment stark zu machen. Nach wie vor sind kooperative Spiele voll im Trend, wie zum Beispiel hier am Kosmos-Stand des Road for Adventure. Und natürlich gibt es auch bei den anderen Verlagen wieder jede Menge kooperative Spiele. Road for Adventure ist dabei ein kooperatives Würfelspiel in einem Fantasy-Universum. Ebenfalls mit Würfeln und kooperativ ist Wolfgang Warschs Fuji, welches bei Feuerland erschienen ist. Relativ ungewöhnlich ist das Thema von Space Escape. Weltraum-Nacktmulche müssen kooperativ vor Schlangen aus einer Weltraumstation fliehen. Ein Spiel ab 6 Jahren für die ganze Familie. Ein ernsteres Thema behandelt Holding On, bei dem man als Pflegeteam auf der Palliativstation den Patienten Billy Care zu einem möglichst schönen Lebensabend verhelfen möchte. Ein Spiel auf Zeit stellt Xcode dar. Kaspar Lapp setzt wieder granatenlos eine Sanduhr ein, vor dessen Ablauf die Spieler Zahlenkarten regelkonform gesammelt haben müssen. Dabei wartet das Spiel durch neue Level mit vielen kleinen Gemeinheiten auf. Experten kamen bei Spirit Island voll auf ihre Kosten. Zusammen müssen sie als Geister die Siedler von ihrer Insel vertreiben. Verschiedene Schwierigkeitsstufen sorgen hierbei, dass für jeden etwas dabei ist. Bei Belratti vom Mogel Verlag geht es künstlerischer zu. Hier gilt es, Fälschung von Original zu unterscheiden, wodurch sich die Spieler gut gegenseitig einschätzen müssen. Spieleabend approved. Das ist die Spielereihe, die Haber 2016 eingeführt hat. Nun wurde sie noch weiter fortgesetzt. Als Familienspielreihe haben wir 2 neue Spiele dabei. Es ist einmal Honga und einmal Mountains. Mountains ist unser leichter zugängliches Spiel. Ansehen von Carlo Arossi, kein unbekannter Autor. Und Honga ist für etwas erfahrene Spieler unter ihnen. Also auch von Günter Burkhardt, der auch Funkeschatz Kinderspiel des Jahres gewonnen hat. Also wer erfahrener ist in dem Bereich, kann da durchaus was finden in diesem Spiel, ja. Bei Zoch waren mal Würfelglück wie bei Pechvogel oder auch Schnelligkeit wie bei Vollpfosten gefragt. Der Verlag hatte aber auch eine etwas größere Neuheit am Stand. Es ist Trollfjord und wir haben dort lauter Trolle, die eben für den Berggeist Geröll aus dem Felsenturm klopfen müssen. Und zwar in Wirklichkeit müssen die klopfen. Da ist ein echter Holzturm in dem Spiel, ein echtes Hämmer, ein echter Hammer ist das Spiel. Also ein Hammer ist dabei, man klopft rechts oder links und dann fallen die Geröllsteine heraus. Und die Trolle springen eben auf den Spielplan von Region zu Region, von Gletscher zu Wiese zu Wald und versuchen eben Schätze zu bergen, weil der Berggeist große Schätze versprochen hat, wenn man fleißig trollt. Und das Außergewöhnliche am Spiel, es ist eigentlich ein normales Brettspiel mit einem modular aufgebauten Spielfeld, aber es ist plötzlich völlig unerwartet auch mal kooperativ. Der Mutterkonzern Norris setzt weiter auf die erfolgreiche Escape Room, das Spielreihe. Ja, wir haben jetzt wieder eins zur Messe und in 4 Wochen kommt das nächste. Zu Nürnberg werden wir weitere vorstellen und wir werden das sukzessive ausbauen, sicherlich. Daneben gab es natürlich auch weitere Veröffentlichungen, zum Beispiel Blocks, welches stark an ein beliebtes und bekanntes Videospiel erinnert. Mit Bricks, wieder ein Spiel von Wolfgang Warsch, gab es bei Schmidt-Spiele ebenfalls ein Roll and Ride, welches das Thema des besagten Videospiels aufgreift. Die beliebte Reihe Verbotene Insel von Matt Leacock erhielt mit Forbidden Sky nun einen weiteren Teil. Kooperativ müssen die Spieler eine Rakete reparieren, um vor einem interstellaren Sturm zu fliehen. Auch bei Hans im Glück wurden Raketen gestartet. Hier beim Kennerspiel im Retro-Stil Lift Off. Lift Off, das ist was ganz Neues, ein großes Spiel, ich würde mal sagen so Komplexität Richtung Russian Railroads und ja, so ein bisschen vielleicht auch die Überraschung für die Messe, weil da hat man glaube ich vorher nicht so viel drüber gelesen. Es ist ein Entwicklungsspiel, jeder hat eine Rakete, die Rakete ist am Anfang ganz klein und wird im Laufe des Spieles größer, das heißt man baut Antriebe dran, man baut irgendwelche Stufen rein, dass sie mehr Sachen ins All transportieren kann. Es werden insgesamt 8 Runden gespielt und in jeder Runde können die Spieler am Ende der Runde entscheiden, ob sie bestimmte Missionen ins All starten. Und das ist so die Kunst des Spieles, die richtigen Missionen zu sammeln und die dann zur richtigen Zeit
Zeitpunkt ins All zu starten. Und man braucht relativ viele Voraussetzungen. Es ist nicht ganz einfach, eine Rakete ins All zu schießen. Und die muss man alle erfüllen, um dann die Rakete abzuschießen und eine Mission erfolgreich ins All zu starten. Queen Games hatte zum Beispiel Skylanders im Gepäck, welches kaum Wartezeiten beim Spielen verspricht. Bei diesem Legespiel soll jeder Spieler stets am Zug sein. Bastille führt zur Revolution, es wird aber nicht die Kampfhandlung nachgespielt, vielmehr rüsten sich die Spieler mit Waffen und Verbündeten für die kommende Revolution. Der Nürnberger Spielkartenverlag, kurz NSV, bestach mal wieder mit Würfeln statt mit Karten. Quantum ist dabei das neueste Roll-and-Ride-Spiel des Verlages. Das ist einmal Quantum, das gehört bei uns in die Dreierreihe. Wir haben Quicks rausgebracht, wir haben Quinto rausgebracht und Quantum ist sozusagen bei uns in der Dreierreihe nach Quicks und Quantum, der dritte Streich nach Quicks und Quinto, der dritte Streich Quantum. Fügt sich gut in die Reihe ein. Bei Schwerkraft gab es natürlich Schwergewichte und lange Schlangen. Der Verlagschef Carsten Reuter war auf jeden Fall viel beschäftigt. Mit Teo Tihuacan, der spirituelle Nachfolger von Zolkin, hatte er eines der meisterwartesten Spiele im Programm. Daneben startete mit Architekten des Westfrankenreichs die neue Spielereihe von Cem Phillips, dem Autor von Räuber der Nordsee. Zeit für eine Fiesta. Bei Golias fand man das mexikanische Senior Pepper. Es gilt schnell zu reagieren und sich für die richtige Pepperoni zu entscheiden. Neben Spielen, Spielen und Spielen bot die Spiel 2019 auch verschiedene andere Programmpunkte, zum Beispiel Talkrunden, die unterschiedliche Themen der Brettspielszene beleuchteten. Das war sie also, die Spiel 2018. Wie immer verging die Zeit wie im Flug und man konnte sich gar nicht alles anschauen. Aber wir haben für euch wieder jede Menge Spiele im Gepäck, die wir euch vorstellen werden. Wir haben wieder jede Menge Interviews gedreht, die wir euch zeigen werden. Und wir hoffen, wir konnten euch hier so einen kleinen Eindruck darin bieten, wie die Spiel war. Oder wenn ihr selber hier wart, konntet ihr jetzt vielleicht mit unserem Video nochmal Revue passieren lassen und euch nochmal ein bisschen an diese schöne Zeit hier erinnern. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass ihr weiterhin viel Spaß beim Spielen habt und dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.